Mein dreijähriger und einjähriger Sohn malen Winnie Pooh. Elian hat angefangen, er ist sehr klein, aber voller Kreativität. Und wenn es ums Malen geht, will er immer seine Ideen umsetzen. Also hat er natürlich die Skizze übermalt und voller Energie losgelegt. Dann hat er grüne und rote Acrylfarbe geschüttelt und die mit den Händen total gemischt. Mit Wasser hat er dann die Farben verdünnt und dann hat er die ganze Farben geschüttelt. Ein paar Details mit den Händen dürften natürlich dann nicht fehlen. Und mit grün hat er dann noch den Hintergrund mit einer halbdeckenden Schicht übermalt. Und dann wurde es richtig spannend. Er hat angefangen, mit Schwarz seine eigene Winnie-Pooh-Figur zu zeichnen. Es ist immer aufs Neue faszinierend, was daraus entsteht. Mit Binder und Sand hat er dann die Konturierung von der Figur gemacht und mit verschiedenen Acrylfarben hat er angefangen, das alles auszumalen. Die Figur wurde auf jeden Fall total lebendig und bunt. Und dann die letzten Details hat er mit Gold gemacht. Das hat dem Bild noch so besondere Lichteffekte gegeben. Hat er noch sein Bild unterschrieben und im nächsten Video mal mein einjähriger Sohn das andere Bild.